dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Vorspieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den HBW Balingen bei Stetten am kommenden Mittwoch, knapp 12 Stunden nach dem Spiel gestern, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Linksaußen Martin Stranowski. Robert Andersson darf ich entschuldigen. Der befindet sich in Videostudien für den kommenden Mittwoch. Und ich möchte dich, René, bitten, einen Ausblick auf den kommenden Mittwoch zu nehmen. Ja, wir haben ja uns vor wenigen Stunden erst hier zuletzt getroffen nach dem großen Spiel gestern gegen Flensburg. Aber die volle Konzentration liegt jetzt schon wieder auf dem Mittwoch. Das war gestern, glaube ich, ein toller Tag, ein tolles Event, sportlich mit Sicherheit nicht ganz so optimal, aber insgesamt, glaube ich, können wir da von der Leistung sehr zufrieden sein. Aber die benötigen wir natürlich auch als kommenden Mittwoch. Da wartet ein Gegner, für den es genau andersrum wie bei Flensburg nicht um die Meisterschaft, sondern um den puren Kampf des Klassenhaltes geht. Das ist, wenn man sich das Restprogramm von Balingen anschaut, sogar noch mit eines für sie der leichteren, machbareren Spiele. Dementsprechend werden die hier mit allem Auftreten, was sie haben. Für sie ist das ein extrem wichtiger Tag, ein sehr wichtiges Spiel. Sie müssen hier unbedingt gewinnen. Das ist uns bewusst. Dementsprechend müssen wir da aber auch entsprechend vorbereitet sein und diesen Kampf, den Balingen auf jeden Fall uns bieten wird, annehmen. Also das wird ein absolutes Kampfspiel werden. Sehr emotional mit Sicherheit auch für die Balinger, die hier ja wirklich was reißen wollen und auch müssen. Davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen. Wir müssen unsere Linie ganz klar fahren, unser Spiel den Balingern aufzwingen, die Fehler, die es noch gegen Flensburg gab, versuchen zu minimieren, uns in der Abwehr natürlich steigern und ja dann dieses Spiel hier auch souverän zu gestalten. Wir wissen, wie schwer das wird, aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir unsere Leistung konsequent abrufen, dass wir dieses Spiel gewinnen können und natürlich auch gewinnen wollen. Dementsprechend ja, liegt der Fokus jetzt ganz klar darauf, diesen Kampf anzunehmen und am Mittwoch Balingen zu Hause zu schlagen. Danke. Danke dir, René. Martin, seit Samstagabend steht fest, dass der HCR Lange nächstes Jahr jetzt auch rechnerisch in der ersten Liga bleibt. Was hast du dir denn persönlich, beziehungsweise was habt ihr euch mit der Mannschaft für den Restspielplan noch vorgenommen? Naja, wir denke, niemand hat gewartet, dass was wir können machen diese Saison. Und denke, jeder kann zufrieden sein mit Mannschaft und mit Club, wie funktioniert alles. Und wir haben noch vier Spiele noch. Und ja, beim Spiel jetzt kommt Balingen und ich denke, dass wir geben zu niemand zwei Punkte wie ein Geschenk. Ich denke, wir müssen kämpfen und kein Spiel ist einfach und in dieser Liga ist keine schlechte Mannschaft auch. Und ja, Balingen sicher braucht diese Punkte, aber wir geben nicht zu niemand, denke ich. Und ja, das, was ich habe gesagt, dass wir haben gespielt und wir spielen gut diese Saison. Ja, gestern hat Andersson viele Bälle gehalten, aber ja, sie sind Erste in Tabelle und sie sind Weltklasse-Mannschaft. Ja. Aber ich denke, wir können zufrieden sein. Danke, Martin. Eure Fragen. Ja, bitte. Martin, wie ist denn das für die Mannschaft? Jetzt 3 Spiele gegen wirklich sehr, sehr gute Gegner vor euch gehabt. Melsungen hinter euch, aber wenn man die Mannschaft anguckt, ja auch sehr ein Top-Team. Jetzt kommt Balingen, wo man auch mal wieder, denke ich, selber Favorit ist. Ist das auch mal wieder angenehm, eine neue Situation? Ach, was ich habe gesagt, dass wir haben kein einfaches Spiel in dieser Saison. Mhm. Und auch, wir können sehen, dass Leipzig hat gewonnen gegen Kiel mit 9 Toren, aber
dass wir, wenn wir, wir wollen gewinnen, auch gegen Flensburg. Wir müssen alles getroffen, Torwart muss ganzen, oder alles Bälle halten ist und ganze Glück wir müssen haben, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Aber ja, kommt Balingen, ist nicht einfach auch, aber wir haben da gewonnen, dann jeden wartet, dass wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich hoffe, dass so ist und ja, wir haben vier Spieler noch, aber wir sind auch Klassen, wie ist das? Dass wir bleiben Klassenhalt. Wir sind Klassenhalt, dann. Aber ist egal. Ist für jeder Spieler ist wichtig, dass er muss gut spielen, auch für seine Karriere. Dann wir können nicht zwei Punkte nur so geben zu jemand. Aber ja, was hast du mir gefragt, dass ist nicht anderes Spiel wie gegen Flensburg für mich. Es war ja vor zwei Jahren auch eine ähnliche Konstellation, glaube ich. Immer hinten raus relativ eng und Balingen, ja gut, das war ja schon immer eine besondere Beziehung zu den meisten schwäbischen Mannschaften. Was erwartet ihr euch da, René, gerade so nochmal, dass es nochmal eine Nummer härter wird, abgesehen jetzt von der Konstellation, wie du sie ja schon ohnehin beschrieben hattest für Balingen? Ja gut, es ist jetzt wirklich, wir hatten gestern, waren wir der klare Außenseiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir am Mittwoch der klare Favorit sind, aber natürlich erwartet man von uns und auch erwarten wir von uns, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und das ist natürlich jetzt ein starker Gegensatz. Dadurch, dass wir den Klassenerhalt gesichert haben, haben wir jetzt keinen Druck oder sowas. Aber natürlich wollen wir so viele Spiele wie möglich noch bis zum Ende der Saison gewinnen. Und da zählt natürlich Balingen ganz klar dazu. Martin hat es gesagt, wir haben nichts zu verschenken, ganz im Gegenteil. Wir wollen diesen Sieg am Mittwoch und wir wissen aber auch, dass das kein Selbstläufer ist, weil, wie auch schon gesagt, es gibt keine Mannschaft in der Liga, die man im Vorbeigehen schlägt und schon gar nicht eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Diesen Druck, den Balingen hat, müssen wir natürlich auch ausnutzen und sie selber mit unserer Qualität ja, in die Schranken weisen, aber dafür müssen wir bereit sein. Und da dürfen wir jetzt auch nicht sagen, gut, das spielen wir jetzt einfach mal, sondern wir müssen wissen, was da auf uns zukommt. Wir müssen wissen, auch welche Qualität Balingen hat, die mit Sicherheit eine andere ist als Flensburg, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, was man mit 100% angehen muss, um es zu gewinnen. Und genau das wollen wir tun. Wie sieht's personell aus? Die übliche Frage. Eigentlich ja, unverändert. Wir hoffen, dass Ole natürlich zurück in den Kader kommt. Er soll jetzt wieder einen Trainingsversuch starten, um uns dann am Mittwoch natürlich auch wieder aushelfen zu können. Ob das funktioniert, werden wir jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen sehen. Und ansonsten, ja, Michael hat ja schon wieder gespielt, hat ja gezeigt, dass er schon wieder fit ist. Und ansonsten hat sich die Personalsituation nicht weiter geändert. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke fürs Kommen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch um 19 Uhr hier wieder. Vielen Dank und tschüss.